Okay, jetzt noch die andere Mission. Ich will jetzt nicht meine ganze Ausdauer wegrennen, weil ich muss ja noch was für die Höhle haben. Ich muss da wahrscheinlich kämpfen. Du bist jetzt höchstwahrscheinlich. Achso, da oben muss ich hin. Ja, das muss ich halt schnell hinrennen. Hier sind die beiden. Vatos. Ich verstehe nicht, wie sie so grausam sein können. Erst verstoßen sie ihn und dann ändern sie einfach so ihre Meinung. Sie haben nicht mal darüber nachgedacht, wie sich Herr Coco an diesem Tag gefühlt hat. Es ging ihm wirklich schlecht. Conny. Es tut mir leid, Herr Coco, aber ich lasse nicht zu, dass du zu ihnen zurückkehrst. Sie könnten dich aus denselben Gründen wieder verstoßen. Aber macht es dir nicht ohnehin mehr Spaß, mit uns im Gasthaus zu arbeiten? Wenn es das ist, was Herr Coco will, was er will, Konakuni, du sagst, du möchtest trotzdem nach Hause? Konakuni Coco, weil du dieses Mal versuchen willst, ein besserer Verkäufer zu sein und du dankst uns und all den Besuchern des Gasthauses selbstbewusster geworden bist? Kono. Naja, wenn es das ist, was du willst, dann will ich dir nicht im Wege stehen. Ich werde dich vermissen, Herr Coco. Herr Coco. Du scheinst eine Entscheidung getroffen zu haben. Ja, es ist wirklich schade, einen so großartigen Mitarbeiter schon wieder zu verlieren. Aber es ist, wie es ist. Kona Konu. Kona. Es muss dir nicht leid tun, ich bin diejenige, die sich entschuldigen sollte. Es tut mir leid, dass ich einfach so mit dir weggerannt bin. Ich werde nicht noch einmal versuchen, dich aufzuhalten. Kona Kuno Koron. Ihr werdet ihn besser behandeln als ein letztes Mal, nicht wahr? Bitte versprecht mir das. Wenn ihr ihn noch einmal verstoßen solltet, werde ich euch das nie verzeihen. Koron. Kono. Kokona. Was sagen Sie? Sie haben gesagt, sie werden sofort aufbrechen. Sie gehen durch die stille Höhle in eine andere Stadt. Koni Koron. Mein Herr, wäre es in Ordnung, wenn ich Sie zur stillen Höhle begleite? Ja, natürlich. Könntest du bitte auch mitgehen, Vatos? Kein Problem. Vielen Dank. Sollen wir dann zur stillen Höhle gehen? Okay, dann habe ich ja schon zwei Sachen jetzt in der stillen Höhle, nicht wahr? Ich muss Strand, Jadawald und stille Höhle. Ja, ich will jetzt nicht meine ganze Ausdauer verbrauchen. Ich brauche ja noch gewiss eine Menge für die stille Höhle, wenn ich da gegen ein Monster kämpfe. Okay, stille Höhle. Okay, da in der Mitte und... Er ist eigentlich recht nah. Wenn ich so gehe, sollte ich da recht schnell hinkommen. Und hier einmal in die Mitte durch. Ja, mit Magie geht das ruckzuck. Hier ist die erste Mission mit dem falschen Priester. Oh. Was glauben Sie, wer Sie sind? Hier hören Sie auf, mich zu verfolgen. Oh, ich bin noch nicht mit Ihnen fertig. Sie werden büßen für das, was Sie mir angetan haben. Es reicht, hören Sie auf, alle beide. Wagen Sie es ja nicht wegzurennen, sonst werden Sie es noch bereuen.
Geben Sie nun endlich auf? Na gut. Danke, Mann. Vielen Dank für deine Hilfe. Du kommst dann mit mir nach Argen. Aber bringen wir erstmal Lichts im Dunkeln, hier und jetzt. Genau, es gibt einiges zu klären. Nehmen wir das im Angriff, bevor wir nach Argen zurückkehren. Warum geben Sie sich als Priester aus und warum regeln Sie das Haus ab? Naja, dieser junge Mann hier hat gehört, dass es darin einen Kampf gegeben hat. Was ist in der Nacht passiert? Na gut, ich erzähle alles von Anfang an. Nachts ist ein Einbrecher bei mir eingestiegen. Und nein, hier gibt es Einbrecher? Ich war gerade von der Arbeit zurück und bin ihm quasi in die Arme gelaufen. Dann führte eins zum anderen und es kam zu einem Handgemenge. Da kamen wohl die Geräusche, die der Junge gehört hat. Ich wusste es, ich habe Schreie und Gebrüll gehört. Und im Eifer des Gefechts habe ich dem Einbrecher wohl ordentlich eine verpasst. Er ist gestürzt und hat sich den Kopf an die Tischkante gestoßen. Oje, ist er gestorben? Als ich wieder beim Sinn war, lag er bewusstlos am Boden. Mir wurde klar, dass ich das nicht ungeschehen machen konnte. Und deshalb haben sie niemanden ins Haus reingelassen? Genau, mein Vater war ein Priester, also schlüpfte ich in seinen alten Gewänder. Ich dachte, dass man mich als Priester respektieren und vor meinem Haus fernbleiben würde. Sie als Priester auszugeben, ist eine unverzeihliche Sünde, ganz gleich welchen Grund sie hatten. Das ist Ihnen bewusst, oder? Ja, ich weiß. Und was ist mit dem Einbrecher? Sind seine sterblichen Überreste noch im Haus? Nein, er steht direkt hier. Was? Er lebt noch? Mann, hat das wehgetan. Ich dachte schon, mein letztes Stündchen hätte geschlagen. Aber wir Menschen sind erstaunlich robust. Was? Aber Sie haben hier ordentlich zugesetzt. Übernehmen Sie die Verantwortung, Sie Feigling. Haben Sie das nicht selbst verschuldet? In der Tat, Sie haben schließlich all das hier verursacht. Sie haben recht, ich bin der Kriminelle. Nichts, worüber Sie freuen sollte. Sie haben hier eine Menge Ärger gemacht. Wenn Sie es so sagen, er ist hier der Kriminelle. Wären Sie nicht in mein Haus eingestiegen, hätte ich mich nicht als Priester ausgeben müssen. Sie sollten dafür büßen, nicht ich. Sie sind überführt. Was? Aber es war doch nur ein klitzekleiner Einbruch. Ich habe mich nur als Priester verkleidet, aber sie sollte man anzeigen. Jetzt lenken Sie nicht von sich ab. Sie sind selbst ein Schwindler. Sie beide haben eine Sünde begangen, wenn auch von unterschiedlichen Schwere. Bringen Sie beide zurück nach Argen. Ernsthaft? Heute ist nicht mein Glückstag. Ich bringe Sie nach Argen, zum Tempel Indulgentia. Und so trennen sich unsere Wege. Vielen Dank für deine Hilfe. Eieiei, das war ja mal eine Action. Echt seltsame Typen. Wenigstens sind sie jetzt weg. Das stimmt wohl. Wie meine Eltern immer sagen, Lügen haben kurze Beine. Apropos, ich muss zurück nach Hause. Warum? Ich habe sie angelogen, was meine Hausaufgaben angeht, damit ich draußen spielen kann. Bis dann. Eieiei. Ja, abgeschlossen. Was bekommen wir? Oh, 2000 Argenkohl und Regenbohnensamen. Interessante Kombination. Okay, als nächstes gehen wir über die Brücke. Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg. Ich muss aber ein bisschen besser aufpassen. Perfekt, haben wir gut geschafft. Okay, wie geht's hier weiter? Nun, das heißt dann wohl lebe wohl, Herr Koko. Conny. Viel Glück mit allem. Kona Kona. Er bedankt sich. Conny Koro Koron. Ihr geht jetzt? Konu.
Lass von dir hören, ja? Komm und besuch uns mal, wenn du ein Profi-Verkäufer geworden bist. Wir brauchen immer Zutaten im Gasthaus. Und wenn du dann hier bist, übernachte auch bei uns. Du bist immer herzlich willkommen. Kona. Ich drücke dir die Daumen, Herr Koku. Na dann, pass auf dich auf. Kona. Herr Koku, ich werde dich nie vergessen. Boah, das ist ja niedlich. Ein bisschen schade, dass er jetzt wieder zurückgeht. Er ist fort. Bringen wir dich nach Hause. Ja. Bartos, geht es euch gut? Ah, die Fee schon wieder? Was stimmt denn nicht? Oh, was? Alles in Butter? Ich bin hergeeilt, weil ich das Gefühl hatte, etwas Böses läge in der Luft. Ich muss mich wohl vertan haben. Nur gut, zurück zur Farm. Was war das gerade eben? Ich habe keinen blassen Schimmer. Also, das war gruselig. Wie auch immer, sollen wir zurück nach Argen? Klar. Aber wir greifen natürlich die Viecherfeuer an. Okay. Jetzt muss ich hin und wieder zurück und dann... Auf geht's. Okay. Ja. Schon geschafft, aber ich habe halt keine Ausdauer mehr. Und es ist schon recht spät. Also allzu viel schaffe ich jetzt nicht mehr. Nein, in den Gasthaus komme ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr rein. Na, war klar. Aber ich könnte theoretisch in Jadewald. Obwohl nein, ist schon so spät. Wir gehen erstmal nach Hause und schlafen eine Runde. Okay. Obwohl, ich wollte hier noch ein paar Sachen kochen, nicht wahr? Hier könnte ich zwei, naja, aber drei davon wäre eigentlich besser. Ja, stellen wir noch hier drei Stück her. Und gehen ganz schnell schlafen. Es sollte jetzt das Silenzium sein. Wir haben es sogar noch geschafft, ein Level zu steigen. Das ist sehr gut. Ein bisschen zusätzliches Geld. Perfekt. Und jetzt Silenzium Tag 1. Hier muss ich jetzt erstmal speichern, dass ich auch keinen Fehler mache. Oh, Ernte Lokonuss und Inselmelone. Und jetzt speichern wir erstmal. So. Wie genau ich das jetzt mache, weiß ich noch nicht. Aber ich nehme erstmal hiervon welche mit.
und tu die hier auch rein. Ja, die Karotten zu Saft, das müssen wir natürlich machen. Und davon esse ich mindestens 3 Stück. Ah, ich übertreibe heute, essen wir 4 Stück davon. Okay, 3 hier. Stimmt, ich musste ja gar nicht mehr so oft füttern, ich habe es ja schon erledigt. Hier weg damit. Wir wollen diesmal gleich zur Höhle. Das ist das Beste, was wir machen können. Zum Brunnen zu gehen. Hier, alter Brunnen. Okay, ich hatte recht, es geht nur während dem Silentium. Das ist interessant. Da werden wir definitiv hier einiges angeln. Hier kann ich nochmal angeln. Ich glaube, so oft habe ich die Gelegenheit, hier nicht zu angeln. Deswegen angle ich hier 3-mal. Es könnte hier ein seltener Fisch drin sein. 1-mal im Monat. Vielleicht angle ich auch 5-mal. Allein, weil ich es kann. Man weiß ja nie, was ich hier finde. Und ich habe die Chance, einen seltenen Fisch zu angeln. Das Problem ist halt nur, wenn ich Pech habe, dauert es Ewigkeiten, bis irgendwas angelt und die Zeit will ich eigentlich nicht verschwenden. Und bis jetzt war es immer nur der eine Fisch. Aber ich habe halt bis jetzt noch gar keinen seltenen Fisch gefangen. Und ich fände das schade, wenn ich keinen kriege. Deswegen komm schon. Versuchen können wir es. Venenmuschel? Okay. Noch 2-mal, dann lasse ich's. Ich hätte wirklich gerne so einen seltenen. Okay, noch 1-mal. Letzte Chance, dass was Gutes anbeißt. Perfekt. Aber war schon wieder nichts. Schade. Okay, wir wollten zu 5F. Und wir versuchen es so erstmal weiter. Die haben wir das letzte Mal besiegt. Und danach waren die Gegner zu stark für uns. Hoppala, falsche Richtung. Ich muss ja im Brunnen weiter. Es geht noch tiefer, weiter nach unten. Natürlich. Jetzt sollten wir bei 6 sein. Oh, noch weiter runter. Perfekt. Gleich zu 7 runter. Okay, hier springen die Gegner wieder raus. Und hier sind meistens diese Kriecher-Erinnerungen. Ich frage mich, von wem die Erinnerungen. Ich meine, ich renne hier einfach durch, weil ich habe genug Essen, um meine ganze Ausdauer runter zu pushen. Okay, jetzt sind wir bei 8.
Okay, ich kann hier angeln. Ja, wir sind mal so doof und angeln schon wieder. Ich bin schon doof, dass ich hier meine Zeit mit Angeln vergeude, obwohl ich hier durchwaschen wollte. Gerade weil ich nur so selten hier sein kann. Aber ich habe gesagt, bei jeder neuen Angelstelle dreimal. Und dieser Regel folge ich. Egal wie eilig ich es habe. Weil Angeln ist ja auch eine Aufgabe von den Feen. Und wir können damit wahrscheinlich auch gut Geld machen, wenn ich die seltenen Fische da abgebe. Zumindest möchte ich wissen, was passiert, wenn ich alle gefangen habe. Okay, letzte Chance. Ich hoffe nur, dass es nicht allzu viel Zeit vergeudet. Aber ich werde hier definitiv durchmachen, bis ich von mir aus zusammenbreche. Das ist erstmal das absolut Wichtigste. Okay, wir sollten jetzt bei 8 oder 9 sein. Ja, eigentlich will ich ja mit denen kämpfen. So, Chaos, Pulver und Blitzstein. Stimmt, hier bekomme ich ja die ganzen seltenen Zutaten. Und es geht noch tiefer. Oha. Welches Level sind die? 37. Nee, das machen wir jetzt lieber nicht. Ich meine, muss jetzt nicht wirklich sein. Auf die kann ich verzichten. Ach, da ist der Brunnen. Okay, und noch tiefer. Okay, hier sind wir jetzt bei 10, ne? Okay, auf geht's. So, erstmal die Superattacke. So, ungleich wie Bruch. Okay, der ist schwach gegen sie. Das ist perfekt. Zack. Ah, damit konnten wir es gut lösen. Und gleich zum nächsten Gegner. Du hast hier den Sternenkristall. Oh, wir haben eine Trophäe bekommen. Und Chaosbereiniger. Bringt beim Liefern Geld ein. Oh, sehr gut. Und irgendein Belieferer. Es geht noch tiefer. Ja, natürlich gehen wir noch tiefer, wenn es geht. Okay. Ich kann hier definitiv einen davon essen. Dann gehen wir gleich weiter. Und leicht das Richtige getroffen. Sind wir schon Ebene 11. Und ich gucke einfach, wie ich gleich weiterkomme. Okay, da hinten ist ein Brunnen. Etwas scheint darin zu sein. Robuste Haut. Oh, die können wir auch gut verkaufen. Nebenbei, wir sind jetzt hier im Sommer, nicht wahr? Das war unsere zweite Stadt. Ist jede 10. Oh. 12. Stock. Frühlingsschicht. Ey, wir haben heute richtig Glück hier mit dem Weitergehen. Oha. Also ich habe hier richtig Glück. Königinblatt? Was ist das denn? Eine Kochzutat? Okay, daraus können wir bestimmt was Gutes machen.
Gegner springen hervor. Okay.